Einen wunderschönen Abend an alle. Vorher hatten wir das Spiel der Scan Plus Baskets Elching gegen die Bayer Giants Leverkusen, das mit 96-64 für die Elche endete. Ganz links sitzt Head Coach Hans-Jürgen Gnad, Coach der Bayer Giants Leverkusen, und links neben mir unser Head Coach Pero Vucica. Fangen wir beim Gästecoach an. Herr Gnad, Ihre Stimmen zum Spiel bitte. Ja, erstmal guten Abend an euch. Ich habe Statistik schon gesehen. Guten Abend an alle. Glückwunsch an Elchingen. Mehr als verdienter Sieg, ganz klar. So wie die heute aufgetreten sind, hätten wir, glaube ich, 2 Tage spielen können, hätten wir hier kein Spiel gewonnen. Meine Jungs haben viele Dinge sicherlich heute nicht so gut gemacht, wie sie das gemacht haben in den 10 Spielen vorher. Sonst wären wir hier nicht so deutlich untergegangen. Dass das ein schweres Spiel werden wird, das ist ganz klar. Ich meine, das ist schon ein cooler Heimvorteil, hier in der Halle zu spielen. Und wenn die Jungs dann so spielen, also die Elchinger Jungs so spielen, wie sie das gemacht haben, viele gute Dinge gemacht, schnell Rhythmus gefunden, vorne wie hinten, extremst physisch gespielt. Es lief eigentlich alles für die und bei uns ging halt nicht so viel. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann müssen wir auch so eine Klatsche mit 30 Punkten nach Hause nehmen. Das ist leider so. Dankeschön. Dann fragen wir unseren Coach mal, was er zum Spiel sagen will. Congratulations for the win. Congratulations for the win. What do you want to say about the game? It was a tough game for us because from the beginning of the season we played really good defense and we didn't catch good offensive moves. Now it's look like a little bit better. And it's no without reason that Bayer is on the top of first half on championship. They have everything. They have big guys, they have shooters, they play good defense. They're aggressive, they play good zone defense, matchup defense, everything. They are really, really good team. Today we tried to stop their open 3-point shots and we tried to catch 50 rebounds. And we did it, both things. Also es war klar, dass es ein schweres Spiel für uns werden würde. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Leverkusener nach der Hälfte der Regular Season jetzt Erster sind. Sie haben sehr gute Werfer, sie haben sehr große physische Spieler. Und wir wollten heute sowohl den Dreier gut verteidigen, was uns heute gelungen ist, und auch beim Rebounding gut dagegenhalten. Beides ist uns heute sehr gut gelungen und dadurch kam auch der Sieg zustande. Herr Gnad, jetzt haben wir die Hälfte der Regular Season hinter uns, 10-1 Bilanz. Wenn ich vor der Saison gesagt hätte, Sie haben 10-1 nach der Hinrunde, was wäre Ihre Reaktion gewesen? Genau die. Ich meine, wir haben vielleicht sicherlich ein bisschen mehr Dusel gehabt mit dem Spielplan, obwohl man weiß es ja vorher nie. Bevor die Liga anfällt, ist es extrem schwierig zu wissen, welche Mannschaft steht wirklich wo und wie stark sind die. Wir haben hier in der Liga bei uns im Süden 6 Farmteams, 6 Mannschaften von einem untergeordneten BBL-Verein. Da weißt du nie, wer kommt, wer ist im Spieltag da, was wollen die wirklich erreichen über die Saison. Das verzerrt die Liga ungemein, meiner Meinung nach. Aber die Regel ist halt so, die können so spielen und so ist das halt. Wir hatten dieses Jahr mit dem Spielplan am Anfang, gut, wir hatten Bayern München zu Hause, es war ein sehr schweres Spiel, da haben die Jungs sehr, sehr engagiert gespielt, die Münchner Jungs. Das wussten wir, dass das schwer werden würde, aber der Spielplan, die anderen Mannschaften waren noch nicht so weit. Wir haben sehr früh angefangen, schon mit dem Training. Ich glaube, ich hatte im Mai schon meine Mannschaft zusammen und den Großteil, ich sage mal 80% der Jungs waren schon da und wir konnten schon trainieren. Also wir haben jetzt nicht bei Null angefangen im August, sondern wir haben im August angefangen, das weiter aufzuarbeiten, was wir gemacht haben vor dem Sommer. Und das war sicherlich unser Vorteil in der ersten Phase der Saison. Dass es jetzt mal einen Rückschlag gibt, wenn du 10 gewonnen hast, ist ganz normal, das weiß jeder, der mit Sport zu tun hat, dass du auch mal irgendwann ein Spiel verlierst. Und ich
weiß nicht, ob ich hier lieber mit 5 verloren hätte. Eigentlich nicht, weil dann hätte ich eine Chance gehabt zu gewinnen. Also heute haben wir auf den Arsch gekriegt mit 30 und wir hatten keine Schnitte. Also es ist so. Und das müssen wir uns einfach ganz klar, da müssen wir viele Dinge besser machen. Die haben uns viele Dinge weggenommen, was wir normalerweise gut machen. Wir haben sie aber auch stark gemacht, weil sie gute Sachen gemacht haben, die wir eigentlich unterbinden wollen. Und das müssen wir ändern fürs Rückspiel. Dankeschön. Dann fragen wir unseren Coach, was er zur Teamleistung sagen will. Jeder Spieler hat gepunktet, jeder Spieler hat gereboundet unter anderem. So every of the 11 players scored today and every player grabbed almost a rebound or more. What do you want to say about the team performance tonight? You know, season is long. It's only a half of first part and second part and playoff, I hope. And then I hope we are going long in playoff. And as a coach here is doing, I'm doing too. We play with whole team. We have 11 players, they all play. They have 12, they all play. So we are really stay on the floor with the foot because we know it's long and we need all players. And I congratulate my team for a big, big fight. And we are going on. Ja, wie wir wissen, es ist eine lange Saison. Jetzt haben wir die Hinrunde hinter uns. Es gibt Hinrunde, Rückrunde, Playoffs. Hoffentlich kommt man weit in den Playoffs. Und dementsprechend wollen wir beide Teams auch von unserem großen, breiten Kader profitieren. Und so haben wir 11 Spieler spielen lassen heute und Leverkusen sogar 12 Spieler Einsatzminuten gegeben. Und der Coach will auch unseren Spielern gratulieren für die Leistung heute. Abschließende Frage an Sie, Herr Gnad. Jetzt ist die Hälfte der Regular Season vorbei. Wenn Sie einen Spieler herauspicken müssten als MVP, der es Ihnen so bisher angetan hat, würde es da einen geben? Nee, also ich bin ja so nicht der Fan von einem Superstar in der Mannschaft, muss ich ganz klar sagen. Ich habe meine Mannschaft so aufgestellt, dass ich im Ende normalerweise beim normalen Spieltag, dass jeder von meinen Jungs der Topscorer sein könnte von den 10 oder 12 Leuten. Und mir ist es auch keiner so aufgefallen, wie ich sagen würde, der dominiert bei uns im Süden die Liga so, wo den muss ich unbedingt haben. Also ich bin, wie gesagt, so nicht der Fan davon, dass ich so einen Typ habe, den ich eben jedes Mal einen Ball hinschmeißen muss, dass er spielt. Da haben die anderen irgendwann keinen Bock mehr, hinten zu verteidigen. Mir ist es lieber eine Teamleistung ist viel ansprechender für mich als einer, der dann 30 oder 40 macht pro Spiel. Ja. Last question for you. We had the half of the regular season. Who was your MVP for the half of the regular season, if you have one to choose? Team. Also, da kam dieselbe Frage, wen unser Head Coach bisher als MVP sehen würde nach der Hälfte der Saison. Und er hat auch ganz kurz mit dem Team geantwortet, ähnlich wie unser Leverkusener Head Coach. Und das war's dann auch schon für heute. Ich danke beiden Head Coaches für die Anwesenheit, wünsche beiden Teams für den Rest der Saison viel Erfolg und schönen Abend noch.